Warnung, die nachfolgende Sendung zeigt Aufnahmen eines Hobbygärtners in einem gewöhnlichen Hausgarten. Gartenarbeit liegt voll im Trend, hebt die Stimmung und entschleunigt vom stressigen Alltag. Daher wird empfohlen, die gezeigten Szenen unbedingt nachzuahmen. Hi, ich bin Michael Imhoff. Willkommen bei Dschungelgemüse. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ich Kartoffeln pflanze. In das Hochbeet neben mir setze ich eine frühe Sorte, und zwar die Sorte Larat aus Frankreich. Bevor wir mit dem Setzen der Pflanzkartoffeln beginnen, befreien wir erst einmal das Hochbeet vom Unkraut. Und auch die Erde muss aufgewertet werden, da Kartoffeln nährstoffreichen Boden benötigen. Schau mal hier. Papa! Ja, ist gut, dass da so ein dicker Regenbogen ist. Nachdem das Hochbeet unkrautfrei ist, wird die Erde beiseite geschaufelt und die entstandene Kuhle mit Kompost und Pferdemist gefüllt. Den organischen Dünger hatte ich mir zuvor bei der städtischen Kompostierungsanlage und bei meinem Kumpel Theo besorgt. Beides liegt noch in der Hofeinfahrt und wird mit der Schubkarre zum Hochbeet gefahren. Kompost und Pferdemist werden miteinander vermischt und wieder mit der Hochbeeterde bedeckt. Selbstverständlich erhalten alle Bereiche im Hochbeet die wertvolle Bodenaufwertung. Zu guter Letzt streue ich noch etwas Urgesteinsmehl auf die Erde und gieße alles mit Wasser aus der Regentonne an. Mit dem Pferdemist und dem Kompost ist das Beet wieder bis an den Rand gefüllt. Natürlich wird das lockere Substrat mit der Zeit noch absacken, aber für die Kartoffeln, die lockeren Boden mögen, ist er so genau richtig. Ende März ist das Paket mit den Pflanzkartoffeln da. 5 Sorten habe ich mir bestellt. Ganze 9 Kilo. Viel zu viel für mein kleines Hochbeet und das Gemüsebeet. Doch dazu später mehr. Folgende Sorten werde ich dieses Jahr ausprobieren. Dies ist die Agria. Eine mittelfrühe, festkochende Sorte mit sehr guten Lagereigenschaften. Hier haben wir die rote Emily, die mit ihrem roten Fleisch und der roten Schale eine ganz besondere Faszination auf mich ausübte. So eine Kartoffel hatte ich nie zuvor gesehen. Von daher musste sie unbedingt angebaut werden. Diese mittelfrühe Sorte wurde übrigens zur Kartoffel des Jahres 2018 gekürt. Wo wir gerade bei außergewöhnlichen Farben sind, wie wäre es mit einer violetten Kartoffel? Nämlich der Vitlotte. Französische Trüffeltomate wird sie auch genannt. Schon abgefahren, was es alles für Sorten gibt. Bei den sehr späten Sorten fiel die Wahl auf die rosa Tannenzapfen mit ihrer rosa Schale und dem hellgelben Fleisch. Sie besitzt eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit und erinnert von ihrer Erscheinung an die Bamberger Hörnchen. Doch zurück zur Larat, die in das Hochbeet gepflanzt werden soll. Die Larat ist eine sehr frühe Delikatesse-Hörnchenkartoffel aus Frankreich. Mit ihrer kurzen Reifezeit von nur 90 bis 110 Tagen erscheint sie mir ideal für den Anbau im Hochbeet. Denn nach der Ernte im August steht das Hochbeet rechtzeitig für vorgezogenes Herbstgemüse als Anbaufläche erneut zur Verfügung. Um die Entwicklungszeit der Kartoffeln in der Erde zu verkürzen,
habe ich die Kartoffeln im Keller für ca. 4 Wochen vorgetankt. Hierzu wurden die Pflanzkartoffeln auf Eierpappen gestellt und in der untersten Etage meines Anzuchtregals bei Kunstlicht und einer Temperatur von 10 bis 12 Grad Celsius gelagert. Unser Hochbeet ist 4 Meter lang und 1,25 Meter breit. Die Kartoffeln setze ich in 8 Reihen mit jeweils 4 Pflanzkartoffeln. Dadurch ergibt sich ein Reihenabstand von 45 cm und ein Pflanzabstand von 25 cm. Wegen der tiefgründigen Erde im Hochbeet kann man die Erdäpfel ruhig etwas enger pflanzen. Die Kartoffeln setze ich gut 15 cm tief in eine zuvor ausgehobene Rille. Bedeckt werden sie mit etwas Laub und einer dünnen Erdschicht. Die übrige Erde verbleibt am oberen Rand und wird später zum Anhäufeln der Kartoffelpflanzen verwendet. Nach dem Setzen der Kartoffeln hat das Hochbeet Ähnlichkeit mit einer Motocross-Strecke. Vor knapp 2 Wochen habe ich die Frühkartoffel Larat ins Hochbeet gesteckt. Und wie ihr seht, sind sie ganz gut aus der Erde gekommen. Es ist Zeit, sie jetzt zum ersten Mal anzuhäufeln. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Ich nehme zuerst ein bisschen Laub und streue das zwischen die Pflanzen und dann nehme ich die Erde von den Haufen und bedecke die damit. Durch das Einbringen des Laubes soll die Erde nicht so pappig werden, damit die Pflanzen besser wachsen und gedeihen können. Nach 3 Wochen Urlaub in Schweden wird es langsam Zeit, die Frühkartoffel Larat hinter mir im Hochbeet zu ernten. Vor exakt 104 Tagen habe ich die vorgekeimten Pflanzkartoffeln gesetzt. Obwohl das Laub noch nicht verwelkt ist, möchte ich heute ernten. Zunächst schneide ich die langen Pflanzentriebe ab, um besser an die Kartoffeln heranzukommen.
wenn ich mir das Ergebnis betrachte, bin ich eher unzufrieden dieses Jahr mit der Ernte von der Larat. Überwiegend kleine Kartoffeln. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe also nicht viel anders gemacht als im letzten Jahr. Es kann nur an der langen Trockenperiode liegen, obwohl ich gegossen habe. Auch in meiner Abwesenheit haben meine Eltern hier regelmäßig gegossen. Naja, normale Hörnchenkartoffeln sind das jedenfalls nicht. Ich mache einfach mal weiter. Wow, das sieht ja mal gut aus hier. Ja, das ist doch mal cool. Ja, das war sie, die Ernte der Frühkartoffel Larat. Manche haben die schöne, markante Hörnchenform, andere sind viel zu klein. Trotzdem werde ich es im nächsten Jahr nochmal mit der Sorte probieren, weil ich sie einfach sehr gern mag, sie toll finde und definitiv eine Bereicherung auf dem Speiseplan ist. Im nächsten Jahr werde ich sie aber hier im normalen Beet anpflanzen, nicht mehr im Hochbeet. Mal gucken, ob es besser klappt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Besucht mich auf Instagram oder Facebook. Also, macht's gut. Ciao. Hi. Nein, nochmal. Wir warten mal, bis er fertig ist. Sonst versteht man kein Wort. Der Nachbar reißt dann gerade seine Lärchenterrasse ab. So, einmal noch. So, ich glaube, der Nachbar ist fertig. Ja, Kompost und Pferdemist wurden jetzt ins Beet eingearbeitet. Nein, nochmal. So, ich denke, der Nachbar ist fertig, ich kann jetzt anfangen. Nein, auch nicht. In das Hochbeet neben mir pflanze ich die alte französische Sorte. Ach, Mann. In das Hochbeet neben mir pflanze ich die alte französische... Ich krieg's nicht... Pferdemist und Kompost wurden jetzt locker ins Hochbeet eingearbeitet. Dadurch ergibt sich eine schöne Füllhöhe. Natürlich wird das alles mit der Zeit noch absacken. Mit der Füllhöhe bin ich zufrieden. Natürlich wird das Beet mit der Zeit noch ein bisschen absacken. Aber das ist jetzt erstmal egal. Und nein, das ist nicht egal. Die Wand an. So, das war gut.